Danke, Bruno Kneubühler mit 39 Jahren, der älteste Fahrer hier bei den Achtel-Liter-Solomaschinen. Er wusste nicht, die wievielte Pole-Position das heute ist. Auf jeden Fall, der Schweizer steht in der besten Startposition als schnellster im Training mit 1,37,69, um 0,65 Sekunden schneller als der führende Mann in der Weltmeisterschaft, Luca Cadalora. Und der Start in wenigen Sekunden. Kneubühler ganz rechts draußen, jetzt da vorne im grünen Kombi wieder zu sehen. Schlechter Start vom Kneubühler, da hat er sicher 10, 12 Meter verschenkt. Aber jetzt ist er mitten in diesem Harz weggekommen. Noch schlechter kommt Ascarecci weg und damit der Nummer 5. Das ist Kneubühler, der also seine Pole Position nur bedingt auszuwerten vermochte. Wie schon heute Nachmittag bei den 250er Maschinen, immer noch nass die Fahrbahn in Silverstone. Nicht mehr ganz so schlimm die Verhältnisse, aber es braucht immer noch sehr viel Feingefühl, um hier sturzfrei über die 20 Runden zu kommen. Es sind zwei weitere Schweizer in diesem Feld dabei, nämlich Thierry Feuth, der war im Training Sechster, und ein weiterer Thierry, nämlich Maurer, klassierte sich im Training als 32. Ich sage Ihnen die Nummern dieser beiden. Feuth die Nummer 17, Maurer die Nummer 49, und bei Kneubühler, das sahen Sie schon, er hat die Nummer 5, und vorneweg zieht bereits Luca Cadalora mit der Werks-Carelli. Die Weltmeisterschaft scheint ja in diesem Jahr zwischen den beiden Carellis von Cadalora und dem Titelverteidiger Fausto Gresini entschieden zu werden mit der 22. Das ist Cadalora, mit der Nummer 3 ist der Österreicher Gustl Auinger im Augenblick an zweiter Stelle. Auinger, ein ausgesprochener Spezialist für Regenrennen. Er gewann hier vor einem Jahr bei ähnlich misslichen Verhältnissen vor dem Italiener Bianchi und dem Franzosen Delini, und Kneubühler bereits aus dem Rennen ausgeschieden. Riesenpech für Bruno Kneubühler. Nun, Glück im Unglück, kann man sagen. Es scheint ihm überhaupt nicht geschehen zu sein. Aber der Pole-Position-Mann Bruno Kneubühler in der ersten Runde bereits durch Sturz aus dem Rennen gerissen. Nun, Kneubühler liebt das Regenwetter nicht. Die Rennen bei diesem Wetter aus dem einfachen Grund, weil sein Sturz vor vielen Jahren in Assen am Fußgelenk doch eine gewisse Steifheit zurückgelassen hat. Und das wirkt sich beim Bremsen aus, dass der Zürcher eben nicht so dosiert bremsen kann, wie das bei nasser Fahrbahn eigentlich nötig wäre. Nach der ersten Runde Thierry Feuth, guter Fünfter, aber Bruno Kneubühler leider bereits nicht mehr dabei. Und hier vorne Wechsel an der Spitze. Auinger spielt seine Regenstärke voll aus und ist an Cadalora vorbei an die Spitze gegangen. Fausto Gresini, der Titelverteidiger, steigt in diesem Moment von seiner Maschine in der sechsten Runde. Also das aus für den in der Weltmeisterschaft auf Platz 2 liegenden Italiener. Und er lag ja nur 2 Punkte hinter Cadalora. Das könnte eine Vorentscheidung auch im Carelli-Team sein. Nach wie vor unangefochten, jetzt an der Spitze Gustl Auinger, der hier im Regen seine Runden zieht, als ob diese Nässe überhaupt nicht existieren würde. Hinter ihm kämpfen um den zweiten Platz Luca Cadalora, die Nummer 22, und die Nummer 11, der Finne Johnny Wikström. Jetzt in diesem Moment Wikström an Cadalora vorbei auf Platz 2. Der Finne jetzt zweiter, Cadalora dritter, vierter im Augenblick, der Mann in Rot mit der Nummer 8, das ist ein weiterer Finne, Jussa Autajemi. Thierry Feuth hält sich nach wie vor auf dem guten 8. Platz. Und ein Sturz von Thierry Feuth. Thierry Feuth gestürzt in der 12. Runde. Die
Die Maschine scheint noch intakt zu sein, Thierry Voigt, der an achter Stelle liegt zu diesem Zeitpunkt. Kleine Kontrolle, Voigt unverletzt, aber auch er gestürzt. Und hier Cadalora angegriffen von der Nummer 6 von Brigaglia. Der dritte Mann da vorne ist Cellini in Rot-Gelb, er ist bereits überrundet. Brigaglia jetzt an Cadalora, der dritte ist hinter Auinger und hinter Wikström. Wikström die Nummer 11, Cadalora die 22. Jetzt erneuter Angriff, innen Vorstoßversuch von Brigaglia. Man sagt ja von dieser Klasse, es sei eine typische Italienerklasse. Die italienischen Fahrer dominierten sämtliche Rennen in diesem Jahr. Aber wenn es regnet, dann ist es keine Italienerklasse, sondern dann ist der Regenkönig derjenige, der das Sagen hat. Und der heißt Gustl Auinger. Es ist unwahrscheinlich, wie der Österreicher vorne wegfährt. Völlig ungefährdet, eine Klasse für sich bei diesen Bedingungen. Und Brigaglia jetzt an Cadalora vorbei, Dritter. Der führende Mann, Gustl Auinger, befindet sich auf der zweitletzten Runde. Er steuert hier einem überlegenen Sieg entgegen. Mithalten kann jetzt in dieser letzten Phase des Rennens nur noch der Mann mit der Nummer 6, Domenico Brigaglia, der von hinten das ganze Feld aufgerollt hat und jetzt bereits in Sichtweite von Auinger ist. Aber der Österreicher wird diesen Sieg zweifelsohne ruhig nach Hause fahren können mit der 22 wieder Luca Cadalora, der seinen dritten Platz ebenfalls sicher hält. Vierter ist der Finne Wikström. Cadalora fährt ein sehr intelligentes Rennen, steuert 10 weitere Weltmeisterschaftspunkte an mit seinem dritten Platz und wird damit seine Führung in der Weltmeisterschaft ausbauen können. Kein Schweizer Tag heute bei den 250ern, Voll und Cornu ausgeschieden. Voll hat sich den Ellbogen gebrochen und damit wird seine Saison zu Ende sein. Cornu erlitt eine schwere Handverletzung, bei ihm weiß man noch nicht so recht. Und hier in der Achtel-Liter-Klasse die beiden aussichtsreichsten Schweizer ebenfalls Durchsturz ausgeschieden. Sowohl der trainingsschnellste Bruno Kneubühler wie auch der trainingssechste Thierry Voigt. Aber diese beiden glücklicherweise unverletzt. Und hier Großaufnahme von Gustl Auinger, dem 31-jährigen Regenspezialisten, der, wenn jetzt nichts mehr passiert, und das wollen wir ja für ihn nicht hoffen, seinen Vorjahressieg wiederholen kann. Das ist sein Wetter, Silverstone-Wetter. Nun im nächsten Jahr wird man dann sehen, denn dann werden die Rennen erstmals in Donington ausgetragen. Das liegt etwa 70 Kilometer von Silverstone entfernt. Und da wird das Wetter wohl etwa gleich sein. Da kommt Auinger mit der 3, die 45 wird gleich überrundet sein und da kommt Brigaglia, der Zweiter ist, aber Sie sehen, das sind etwa 15 Sekunden Differenz und jetzt noch wenige Meter für Gustl Auinger, noch eine Kombination und er macht das einzig Richtige, geht an Willi Lucke überhaupt nicht mehr heran, das ist ihm zu gefährlich, zu riskant. Jetzt auf der Geraden erst ist er am Deutschen vorbei, riskiert gar nichts mehr. Fährt hier diesen Sieg nach Hause, gewinnt nicht nur 15 Weltmeisterschaftspunkte, sondern hat in diesem Moment auch 5.900 Schweizer Franken gewonnen. Und man kann sich nur wiederholen, Auinger im Regen, eine Klasse für sich. Zweiter wird Domenico Brigaglia, der in der Weltmeisterschaft jetzt Dritter ist. Cadalora wird Dritter. Er führt jetzt souverän in der Weltmeisterschaft mit 86 Punkten vor Gresini mit 74 und Brigaglia mit 57.